Wir setzen unsere Reise mit Hermann auf der Ruta Nacional 3 fort. Während der Fahrt machen wir Pausen und nutzen den schönen sonnigen Tag, um diesen wunderschönen Strand mit goldenen Dünen zu genießen. Unser nächstes Ziel ist die Halbinsel Valdez. Dies ist die dritte Woche unserer Südamerika-Reise mit Hermann. Wir haben bereits über 1000 Kilometer zurückgelegt. Wir stehen immer noch vor den Toren Patagoniens und die Reise wird interessant. Abseits der Nationalstraßen warten heute nur noch unbefestigte Straßen sowie Staub und Sand auf uns. Ja, meine Lieben, wir sind da! Hier ist die Zufahrt zur Halbinsel Valdez. Da hinten ist die Peninsula, also da ist das Ende und wir sind hier am Anfang. Und wir haben hier so einen mega coolen Stellplatz, echt unglaublich, direkt am Wasser. Ja, und hier soll man Wale wohl sehen können. Wir haben schon das Teleobjektiv ausgepackt und beobachten das Meer. Mal gucken, was wir entdecken. Und das ist für die Hunde total schön. Wir können hier spielen, wir können hier durch die Gegend laufen. Guckt euch das mal an, das ist so wunderschön hier. Ja, total perfekt. Also das ist mal echt ein fetter Ort, ja. Ja, was hier cool ist, ist, dass man so kleine Buchten hat, noch relativ gerade. Und können wir direkt hier am Wasser stehen mit einer Aussicht. Ach, ist das wunderbar. Hast du schon einen Wal? Nein. Was hast du denn? Was hast du gefunden? Ah, zwei Pinguine. Ah. Also wir hoffen, dass es Pinguine sind. Ja, wir haben viel Zeit. Was ein schöner Stellplatz, echt total cool, ruhig, wir sind recht weit von der Straße weg, hörst nur den Wind irgendwie heulen und ey, direkt am Wasser und ach, voll schön, haben wir unseren ersten Wal heute gesehen, ja, sind wir total begeistert, leider ein bisschen weit weg, aber wir haben einen gesehen und guck mal, wir stehen hier komplett am Wasser. Heute gibt es Spaghetti Bolognese. So, und weil so windig ist, haben wir uns hier hinten. Wir haben uns ja diesen Benzinkocher von Coleman gekauft und wir waren am Anfang total begeistert. Ja, dreimal kochen. So, seitdem spinnt der eigentlich fast stetig rum. Und wir benutzen Tankstellenbenzin. Wollten wir so machen, damit wir unterwegs irgendwie, naja, unabhängig sind. Aber irgendwie rußt es ganz schön und ich frage mich, vielleicht habt ihr. Ja, falls jemand so ein Ding schon mal hatte, gerne für Tipps offen. Also ich kann aber muss ja schon richtig fett Druck aufbauen. Dann kommt vielleicht mal in den Feuer raus. So. Ja, auch nicht stetig. Und dann rußt es eben ganz schön. Jetzt haben wir heute mal Superwind, also das 98 Oktan genommen. Vielleicht ist es ja besser. Mal schauen, was dabei rauskommt. So, jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Baby, Prost. Und während das Abendessen fast fertig ist, erregt eine seltsame Bewegung des Wassers 50 Meter vor uns unsere Aufmerksamkeit. Thank you.
Es ist wirklich aufregend, die beiden Buckelwale direkt vom Strand aus zu bewundern. Es ist eine Show, die wir stundenlang ansehen könnten, aber leider wird es dunkel. Am nächsten Morgen ist das Meer spiegelglatt. Der Wind ist schwach und der Atem der Wale weckt uns. Es ist so intensiv und ruhig zugleich, dass es uns Gänsehaut bereitet. Guten Morgen. Ja, das ist ja wirklich also unbezahlbar hier. Wir stehen immer noch an dem Platz von gestern, wo wir die Wale gesehen haben. Und heute Morgen ist das Wetter besser und die See ist total still. Man kann also total schön gucken. Und wir werden begrüßt von Walen, die direkt vorm Bus, also wirklich sind von hier 50 Meter, ist der lang geschwommen. Da hat man den richtig gehört, wie der ausgeatmet hat die ganze Zeit. So, ja, das ist ja mal ein geiles Frühstück, also so beginnt der Tag gut. Heute fahren wir Richtung Valdez. Also wir sind ja schon fast auf der Insel drauf, wir sind auf dem Arm, der die Insel mit dem Land verbindet. Und heute fahren wir auf die Insel drauf oder auf die Halbinsel und hoffen dort natürlich noch einige andere Tiere zu finden. Sind total gespannt. So, jetzt geht es erstmal lecker Frühstück und dann geht's los. Guten Appetit, mein Schatz. Igualmente. So, schweren Herzens, Motor läuft. Wir verlassen diesen wunderschönen, unglaublich geilen Ort. Also die Wale schwimmen da immer noch rum, also können sie jetzt gerade sehen. Das ist echt geil, aber wir können ja nicht 3 Stunden lang Wale filmen. Also das war echt ein ganz tolles Erlebnis. Nächster Ort ist Puerto Pyramides, ne? Ja, genau. Nächster Ort ist Puerto Pyramides auf Valdez. Da kaufen wir noch was zu essen ein und dann sind wir wieder für 2 Tage in der Wildnis. Auf geht's! Auf jeden Fall können wir hier sehr langsam fahren, also da kann man nebendran laufen, weil die Straße hier ist so eine Wackelpiste, so eine richtige Ruckel-Waschbrettpiste. Also wir fahren im ersten oder zweiten Gang mit 10-15 km/h, 80 Kilometer sind's, also können wir mal davon ausgehen, dass wir da irgendwann mal in 5 Stunden ankommen. Aber dafür gibt's Seelöwen und Seeelefanten. We'll be right back.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich bisher gelohnt hat, 88 Kilometer Rundpiste zu fahren. Aber wir haben auf jeden Fall unsere ersten Seeelefanten gesehen, Seelöwen, wir haben Pinguine gesehen, zwar weit weg, aber wir haben sie gesehen. Und ja, jetzt haben wir hier nochmal 80 Kilometer Ruckelpiste vor uns und dann kommen wir zu diesem Orca-Punkt, wo angeblich die Orcas jagen sollen. Also ob wir die heute noch erwischen, werden wir mal sehen. Wir können hier halt auch nicht pennen auf der Insel, weil Mali und Wilma hier nicht raus dürfen. Wir hatten es ja schon gesagt, dass es ein bisschen problematisch ist mit den Hunden in Valdez. Wir durften zwar rein mit beiden, also hat keiner was gesagt, aber die dürfen hier halt nicht Gassi gehen. So. Das heißt also, man muss diese Kilometer, die wir hier zu fahren haben, ja maximal in 4-5 Stunden fahren, weil sonst wollen die ja dann irgendwann auch wieder raus. Also wir müssen ehrlich sein, wir haben sie gerade eben pinkeln lassen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. So, zwar weiter. Mal gucken, was wir denn entdecken. Auf jeden Fall noch Pinguine gesehen, auch richtig nah. Also die waren echt einen halben Meter neben unseren Beinen. Ja, das war echt schön. Und dann wollten wir jetzt zu dem Punta Norte fahren, heißt es. Also da ist der Ort, wo die Orcas sind. Und es gibt nur zwei Orte auf der Welt, wo Orcas Seehunde jagen, direkt am Strand. Das ist hier und wohl irgendwo in Afrika. Und deswegen wollte man das unbedingt sehen. Und jetzt ist die Straße gesperrt. Ey, jetzt sind wir hier echt 100 Kilometer Dirt Road gefahren. Naja, ohne Sinn und Verstand, weil da hätten wir auch kürzer fahren können. Ja, ein bisschen doof. Also das finden wir echt, ja, muss sagen, also das hätte man am Eingang des Parks schon sagen können. Also zumal man ja hier also pro Kopf 7 Euro Eintritt zahlt. Das ist jetzt nicht viel für unsere Verhältnisse, aber für Argentinien ist es mega viel. Und dann kommt man da gar nicht hin. Also der erste Ort, wo wir hin wollten, war geschlossen. Also die Straße closed und jetzt der zweite Ort. Also das ist ein bisschen doof. Jetzt fahren wir wieder runter von Valdez. Aber gut, ich meine, wir haben viele Tiere gesehen, sind auch glücklich drüber, dass wir das mitgenommen haben. Aber das schlaucht ganz schön. Also jetzt nochmal 50 Kilometer Dirt Road. Naja, dann werden wir mal gucken, wo wir uns heute Nacht hinstellen.
Wir sind absolut dankbar für die wunderschönen Bilder, die wir mit den Seelöwen machen konnten. Und müssen wir dazu sagen, das ist allerdings an einem Ort gefilmt, an dem man gar nicht das Auto verlassen darf und Filmen auch verboten ist. Es hinterlässt allerdings ein Lächeln im Gesicht und wir können Valdez mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. So, Mali, hopp, geh mal ins Bettchen. Hopp. Fein. Ja, bei uns ist heute mal schlechtes Wetter angesagt. Draußen stürmt's, jetzt regnet es auch noch. Und wir nutzen die Zeit und schneiden Videos im Auto. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen aus dem Wind rausdrehen. Aber VW Bus T3 und mal schnell bewegen, wenn man irgendwo steht, dann ist der Fahrersitz auch gern mal zugebaut. Also insofern. Hey Baby. Jetzt seht ihr, wie ihr es sonst nicht zu sehen bekommt. Hinter den Kulissen. Achtung. Hinter den Kulissen bei Roadhouse Bus. So, ja, der Hund ist gerade nach hinten gegangen. Aber die Aussicht ist ja wohl wunderschön. Ja, das war echt, oh, was ein wunderschöner, anstrengender Tag geht zu Ende. Also, kann man nicht anders sagen. Also, das, was uns heute passiert ist, ist uns sowas Schönes, ist uns noch nie in unserem ganzen Leben nicht passiert. Also, morgens geweckt zu werden von Buckelwalen, die direkt vorm Auto durch ihr Atemgeräusch, sozusagen, also dadurch haben wir sie ja nur gehört, das war einzigartig. Und dann richtig, also man hört richtig, wie da eine Luftmasse ausgepresst wird, das ist schier unglaublich. Und dann ist da so ein 20 Meter großes Tier direkt vorm Bus. Und der große Unterschied ist ja, gehe ich auf so eine Whale-Watching-Tour und nerv die Tiere, nur um das beste Foto oder das gleiche Foto wie alle anderen zu kriegen? Oder kommen die Tiere einfach direkt zu einem? Also, ich meine, wir haben ja nichts gemacht. Wir saßen ja nur am Strand, haben hier gewartet oder haben den Tag genossen. Und die Tiere haben ja entschieden, uns zu besuchen. Ja, und dass die direkt vor unserem Bus anfangen zu spielen und mit ihren Flossen zu winken, das ist so unglaublich schön. Und uns ist noch nie was Schöneres auf unseren gesamten Reisen passiert. Also das ist definitiv für Alessandra und mich das geilste Erlebnis, was wir bis jetzt hatten. Ich möchte aber auch noch was zu Valdez sagen. Also das liegt mir schwer auf dem Herzen und das kann ich nicht einfach so stehen lassen, so wie es ist. Wir haben uns auf Valdez mehr als ein Jahr gefreut. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben so ziemlich jede Dokumentation gesehen, die man darüber sehen kann. Auch von anderen Videovloggern und uns Reiseberichte angeguckt etc. pp. Vielleicht war unsere Erwartungshaltung einfach zu hoch, was Valdez angeht. Aber ja, wie soll ich sagen? Also Valdez ist ein Nationalpark. Man kann dort Seelöwen sehen, man kann dort Pinguine sehen, man kann dort Orcas sehen. Das stimmt alles, das ist richtig. Man zahlt am Eingang 7 Euro pro Kopf Eintritt. Ist jetzt für einen Europäer auch nicht viel. Ja, aber denn auf dieser Insel gibt es insgesamt 3 Aussichtspunkte. Einer davon ist geschlossen, die anderen beiden sind offen. Aber um dahin zu kommen, muss man 150 Kilometer Dirt Road fahren. Und zwar echt krasse Dirt Road. Also die hatte so, war so eine Waschbrettpiste. Das geht echt an Nerven und Material. Und um dann an diesen Aussichtspunkten mit zig Touristen, also mit ganzen Touristenströmen, weil das ist wirklich schwer frequentiert, alle nutzen denselben Aussichtspunkt. Und ich kann es ja mal jetzt sagen, ihr habt es ja schon gesehen, die Robbe, die wir gefilmt haben, ja, ich sitze einfach an diesem Aussichtspunkt zwischen lauter Touristenbeinen, habe mein Teleskop ausgepackt und habe dann diese Robbe gefilmt. Aber hätte ich die Kamera mal umgedreht, dann hättet ihr lauter Beine gesehen und einen ganzen Haufen von Touristen. Das gefällt uns überhaupt nicht. Und ganz im Ernst, die gesamte Insel ist privatisiert. Man kann nirgendwo aussteigen. Es steht sogar überall Schilder, man darf das Auto nicht verlassen. Und überall sind Schilder Privatbesitz. Das heißt, man fährt wirklich 150 Kilometer Dirt Road, um 2 Aussichtspunkte zu besuchen, wo alle anderen auch hinfahren. Und das hat uns echt keinen Spaß gemacht. Also das fanden wir nicht besonders gut. Wir würden jedem empfehlen, der nach Argentinien kommt und der länger als 3 Wochen hier ist und sowieso vorhat, Richtung Süden zu fahren, also Richtung Ushuaia, also Richtung Feuerland,
lasst Valdez aus. Das könnt ihr euch völlig sparen. Das ist wirklich völlig unnötig, weil die ganzen Tiere, die kommen jetzt im Süden sowieso noch und dort eben dann ohne Touristenattraktion, ohne Eintritt, und dann kann man sie in der Wildnis eben auch alleine filmen. Und jetzt kommt noch dazu, dass die natürlich in der Wildnis auch dadurch viel zutraulicher sind, weil nicht so viele Menschen kommen. Man setzt sich einfach am Strand, die Pinguine kommen, die Seelöwen kommen und man ist so nah an denen dran, wie man an Valdez nie kommt. Also wenn ihr nach Argentinien kommt und wirklich nur 3 Wochen hier seid und unbedingt mal einen Seelöwen live sehen wollt, ja, dann fahrt halt nach Valdez, macht da irgendeine geführte Tour und guckt euch das an. Ansonsten können wir nur jedem empfehlen, lasst Valdez aus und fahrt direkt in den Süden. Außerdem unser wirkliches Naturerlebnis oder unser wirkliches Valdez-Erlebnis haben wir hier direkt am Strand gehabt. Und zwar nicht in der Touristenführung und auch nicht mit irgendwelchen Schildern, die uns erklären, welches Tier wir denn da gerade sehen, sondern einfach, weil die Wale heute Morgen entschlossen haben, uns zu besuchen. Und das finden wir einfach tausendfach schöner als diese geführten Touristenorte. Ja, der Tag geht zu Ende. Ein schöner Tag geht zu Ende. Und das Video geht heute auch zu Ende. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Für uns geht es immer weiter Richtung Süden. Für uns geht es Richtung Feuerland. All das kommt aber in der nächsten Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Alessandro und Björn auf Reisen. Ciao!